Hallo zusammen, mein Name ist Jana vom Bilby-Team und heute soll es um die Einstellungsmöglichkeiten rund um deine E-Mails bei Bilby gehen. Du kannst an verschiedenen Stellen Mails an deine Kunden schicken, die du mit Hilfe von Regeln automatisieren kannst. Hast du jetzt keinen Mail-Server in deinem Bilby-Account hinterlegt, dann werden die Mails von einem Bilby-Mail-Server gesendet. Das Problem für dich liegt in diesem Fall darin, dass die Mails dann von einer No-Reply-Bilby-Adresse gesendet werden. Das führt häufig dazu, dass die Mails als Spam von den Mailprogrammen markiert werden und so nicht im Posteingang der Kunden landen, sondern in den Spam-Ordnern, in die man erfahrungsgemäß selten, wenn überhaupt, reinschaut. Wird die Mail nicht als Spam markiert und landet doch im Posteingang deiner Kunden und deine Kunden antworten dann auf diese Mail, dann kommt die Antwort auch nicht bei dir an. Deswegen empfehlen wir allen Bilby-Nutzern, dass sie einen eigenen SMTP-Server in ihrem Bilby-Account hinterlegen. Wie das geht, zeigen wir dir im heutigen Video. Um einen neuen SMTP-Server anzulegen, musst du zuerst in deine Einstellungen gehen und hier dann in den Menüpunkt E-Mail-Versand. Klickst du hier oben jetzt auf Neu, dann kannst du einen neuen SMTP-Server anlegen. In dem Formular, was sich jetzt öffnet, musst du alle Informationen zu deinem SMTP-Server eintragen. Als erstes musst du hier oben deinen Mail-Anbieter auswählen. Die Einstellungen von einigen Anbietern sind schon voreingestellt, wenn du sie auswählst. Wenn dein Anbieter nicht dabei ist, dann musst du kein bestimmter Anbieter auswählen und alle Informationen manuell hinterlegen. Als nächstes kannst du deinen Anzeigennamen wählen. Der Name hier ist frei wählbar und ist dafür da, dass du den eingerichteten SMTP-Server in der Listenansicht wiedererkennst. Jetzt kommt das Feld für den Absender. Der Absender ist die Von-E-Mail-Adresse, die dem Empfänger der Mail angezeigt wird. Ganz wichtig ist, dass du hier eine Mail-Adresse eingibst und nicht nur einen Namen. Wenn du möchtest, dass zusätzlich zu der Mail-Adresse auch noch ein Name im Mail-Programm des Empfängers angezeigt wird, dann musst du das Feld entsprechend formatieren, so wie es hier jetzt auch in diesem Feld eingefügt ist. Aber nur der Name reicht nicht, weil es muss immer eine Mail-Adresse in dem Feld stehen. Jetzt musst du den SMTP-Server eintragen. Das ist der Name des Servers von deinem Mail-Programm. Wie die Server von häufig genutzten Mail-Programmen heißen, kannst du bei uns in der Hilfe nachlesen. Den entsprechenden Artikel verlinken wir dir in der Infobox. Jetzt musst du noch einen Port eingeben. Der Port ist auch von Mail-Programm zu Mail-Programm unterschiedlich. Deswegen schau dafür auch am besten in unseren Hilfeartikel oder in die Hilfe von deinem Mail-Anbieter. Es muss der Port angegeben werden, der dafür zuständig ist, E-Mails zu empfangen. Die Ports, die am meisten verwendet werden, sind die Ports 25, 465 und 587, aber das ist immer abhängig von deinem Anbieter. Als nächstes musst du den Login für deinen SMTP-Server eingeben. Das ist häufig die Mailadresse, aber nicht immer. Sollte der Login also nicht funktionieren, dann schau am besten in die Dokumentation oder in den Einstellungen deines Mailprogramms nach. Im nächsten Feld musst du dann das dazugehörige Passwort eingeben. Als nächstes kommen zwei Schieberegler. Der erste ist für die SSL-Verschlüsselung und der zweite für die TLS-Verschlüsselung. Jetzt kommt es darauf an, welche Verschlüsselung der Server deines Mail-Anbieters verwendet. Eine Übersicht darüber findest du in dem in der Infobox verlinkten Hilfeartikel. Sollte dein Server jetzt sowohl die SSL-Verschlüsselung als auch die TLS-Verschlüsselung unterstützen, dann empfehlen wir immer die Wahl von TLS. Für den gesicherten Mailversand solltest du dann den Schieberegler bei TLS aktivieren und den Port 465 oder 587 nutzen. Jetzt kannst du noch die letzten Einstellungen vornehmen. Du kannst in dem BCC-Feld eine beliebige E-Mail-Adresse eingeben, die immer eine Blindkopie von den von Bilby über den SMTP-Server gesendeten E-Mails bekommt. Mit dem Schieberegler kannst du wählen, ob der angelegte SMTP-Server der Standardserver für den Versand von E-Mails sein soll. Weil du kannst ja auch mehrere SMTP-Server anlegen, zum Beispiel einen für den Mailversand von Versandbenachrichtigung mit der Mailadresse versand@ und einen für den Mailversand von Rechnungen mit der Mailadresse buchhaltung@. Oder einfach auch noch zusätzlich einen allgemeinen SMTP-Server mit der Mailadresse info@. Und mit dem Regler kannst du dann auswählen, welcher standardmäßig genutzt werden soll, zum Beispiel dann info@. Hier unten kannst du dann noch eine Testmail senden, um zu schauen, ob die Einstellungen alle korrekt sind und die Testmail bei dir ankommt. Die Testmail wird dann an die E-Mail-Adresse gesendet, die du in deinem Benutzerkonto hinterlegt hast.
Ist der Versand der Testmail erfolgreich, kannst du deinen SMTP-Server hier unten dann direkt auch abspeichern. Ein paar Mail-Anbieter haben ein paar Besonderheiten. Bei denen musst du nämlich erst in deinem Mail-Programm Einstellungen vornehmen, bevor du deinen SMTP-Server an deinen Bilby-Account anbinden kannst. Nutzt du zum Beispiel Google als Mail-Anbieter über Gmail, dann musst du in deinem Google-Konto erst den Zugriff von weniger sicheren Anwendungen erlauben und gegebenenfalls den Zugriff von Bilby auf den SMTP-Server einmalig erlauben. Wenn du Yahoo als Mail-Anbieter nutzt, dann musst du bei den meisten Accounts erst ein neues Passwort für Drittanbieter-Apps festlegen. Ähnlich ist es auch bei Apple. Da musst du zuerst in deinem Apple-ID-Account ein anwendungsspezifisches Passwort festlegen, weil es sonst sein kann, dass ein ungültiges Passwort oder ein ungültiger Login gemeldet wird. Bei Microsoft kann es sein, dass du noch IP-Adressen in deinem Konto hinterlegen musst, damit Bilby auf den Server zugreifen kann. Welche das sind und wo du die Einstellungen von den ganzen gerade erwähnten Mail-Anbietern findest, kannst du bei uns in dem unten in der Infobox verlinkten Hilfeartikel nachlesen. Damit E-Mails korrekt über Amazon gesendet werden können, ist es notwendig, einen eigenen SMTP-Server zu hinterlegen, sowie die entsprechenden Absenderadressen bei Amazon als erlaubten Absender einzutragen. Wie das geht, findest du auch in dem Hilfeartikel, der in der Infobox verlinkt ist. Bei mehreren Marktplätzen muss die Absenderadresse auch bei jedem Marktplatz einzeln erlaubt werden. Wichtig bei Nachrichten von Amazon ist, dass wenn eine Nachricht von großer Bedeutung ist und für das Abschließen einer Bestellung erforderlich ist, sollte das Wort wichtig in eckigen Klammern an einer beliebigen Stelle in der Betreffzeile eingefügt werden. Dann wird diese E-Mail auch nicht blockiert. Wenn du noch Fragen zur Einrichtung von einem SMTP-Server hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar oder schau auf unserer Hilfeseite vorbei. Bis zum nächsten Mal.